Weißt du was? Du isst mich, dann esse ich dich. Du isst ihn? Er hatte sein Auto geparkt, weil er auf seine Fahrgäste wartete, die im Restaurant oder Kino waren. Während er eine Zigarette rauchte, hörte er einen herannahenden Wagen. Er vernahm ein sehr lautes Geräusch. Was aber sagt uns die Heilige Schrift? Als Gott, der Herr, den Menschen erschuf, gab er dem Menschen die Gewalt über alle Tiere, über die Vögel in der Luft, über die Fische in Seen und Flüssen und auch über das Wild in den Wäldern und Auen. So entsprach es dem Plan Gottes. Man sieht dort den Todesrachen, man sieht ein Monster, das menschenfressend durch die Hölle geht. Also man hat einen Blick direkt in die Hölle hinein. Thank you.
Hast du gesehen, was passiert ist? Oder wurdest du gesehen? Juni 1947. Ein schweres Unwetter zieht über die Wüste in New Mexico, USA.
Die Sonne scheint warm, das Radio läuft und die Alpakas werden geschoren. Das Leben ist schön in den Anden. Thank you.
Selbst nach dem Bericht dieses Mannes, der mit eigenen Augen gesehen hat, wie die Beine aus dem Maul ragten, fällt es mir schwer zu glauben, dass die Fische hier Menschen verschlingen. Bei seinem neuesten Audiofile hat Clyde Frequenzen verwendet, die unter 20 Hertz liegen. Es trägt den Titel Satan. Bei seinem neuesten Audiofile hat Clyde Frequenzen verwendet, die unter 20 Hertz liegen. Es trägt den Titel Satan. Bei seinem neuesten Audiofile hat Clyde Frequenzen verwendet, die unter 20 Hertz liegen. Es trägt den Titel Satan. Bei seinem neuesten Audiofile hat Clyde Frequenzen verwendet, die unter 20 Hertz liegen. Es trägt den Titel Satans Presslufthammer. Damals gab es noch Märchen und es ist wie im Märchen, was mir damals geschah. Ich ging auf die Beverly High School, war zu spät dran und rannte zur Schule mit den Schuhen in den Händen. Die langen roten Haare flogen im Wind. Da sah ich, wie mich eine große schwarze Limousine verfolgte. Looking at me.
Mickey war ein Feigling, der sich stets an Schwächeren vergriff. Was hat ihm das eingebracht? Er ist tot. Schwache Leistung, Mickey. Listen, God's patience can run out. Don't ever bank on it. Don't exploit his mercy. Don't think he's given you a blank checkbook so that you can sign a new check for forgiveness every time you've done something wrong. Don't play games with God. Don't play games with God. He saves you not to sin again. Don't play games with God. He saves you not to sin again. Don't play games with God. He saves you not to sin again. Don't play games with God. He saves you not to sin again. Don't play games with God. He saves you not to sin again. Don't play games with God. He saves you. 7 days a week. Glory to God.
What do you think? I think it can be fixed. Anything that's built can be rebuilt. Come on, we'll get past this, I promise you. Let me lean on you. Let me out of here, please. Oh, of course. Hört alle her, ich komme jetzt raus. Jeden Mann, den ich draußen sehe, werde ich umbringen. Und wenn es einer von euch wagt, auf mich zu schießen, dann bringe ich zuerst ihn um, dann seine Frau und dann seine Freunde. Ich brenne sein verdammtes Haus nieder.
The Lord is my shepherd to feed, guide, and shield me. I shall not lack. Hallelujah. I shall not lack. That's a good word, isn't it? If you're lacking anything, let him ask of God, who'll give it to you liberally. If you're lacking finances, if you're lacking wisdom, if you're lacking whatever it is, he has it liberally Praise to give. Praise God. Don't go away. George and I are going to be back. We're going to pray for you. Er braucht jetzt erstmal einen Drink. Aufregung steckt ihm noch im Blut. Er scharrt mit den Hufen und wühlt mit dem Geweih im Boden. So wird er seine Aggression los.
Er braucht jetzt erstmal einen Drink. And then we continued to the top. Cheers to the Matterhorn.
And there, in a tiny room, a closet rather, on the third floor, 8 foot by 8 foot, I composed the Rite of Spring, Le Sacre du Printemps. Die Zeit ist reif für Action, Adrenalin. Adrenalin. Endloswürstchen haben eine ähnliche Reißfestigkeit wie menschlicher Darm. Insofern sind sie für den Versuch gut geeignet. Wir wissen nicht genau, wie man vorging. Zum Befestigen benutzen wir einen Nagel. Am besten gehst du hier ans äußere Ende. Wenn wir die Achse drehen, haben wir genug Platz und können die Würstchen gut aufrollen. Ja, hoffentlich hält es. Thank you.
Stoff für Albträume. Das Ende. Ich kauf dich einfach. Ich kauf deine Villa. Stellst du noch eine Ferrari davor. Dein Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Ich kauf dich einfach. Ich kauf deine Villa. Stellst du noch eine Ferrari davor. Dein Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Ich kauf dich einfach. Ich kauf deine Villa. Stellst du noch eine Ferrari davor. Dein Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Ich kauf dich einfach. Ich kauf deine Villa. Stellst du noch eine Ferrari davor. Dein Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal.